Hey, hallo, herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe von FutureNet. Die 10. ist es. Und passend zur 10. schauen wir mal in der Börse vorbei. Im Stock Market. Und, bitte ID-Card zur Vermögenskontrolle eingeben. Ich glaube, wir wissen alle, wie das endet. Es reicht nicht. Sie brauchen dazu mindestens 200 Millionen, geben Sie alles. Ach, das sind doch mal aufmunternde Worte. Okay, gut. Dann schauen wir erstmal weiter. Also wir müssen jetzt irgendwie, ja, Ellie finden. Okay, das sieht gut aus. Ich bin mit deiner Arbeit zufrieden. Danke. Es gibt nur noch zwei Module, die gefunden werden müssen. Das erste besitzt Mikelea. Mikelea Chol Lumdeli, eine Art Psychologin. Das zweite und letzte Fragment besitzt eine Frau Victoria Cohn, eine reiche und sehr unzugängliche FutureNet-Philanthropistin. Ich lade dir die Dossiers der beiden jetzt herunter. Wegen der Geheimhaltung innerhalb des Kreises kann ich dir nicht viel über den Inhalt des Dossiers erzählen. Du warst gut bis jetzt und ich hoffe, dass du den Job genauso gut erledigen wirst. Hat die Synchronsprecherin jetzt gerade, als sie diesen Namen von dieser Mikaela ausgesprochen hat, war das geplant, dass die Ellie das nicht aussprechen kann, oder war das, ist das einfach nur wirklich so eine Aneinanderreihung von One-Takes? Okay. Gibt's da noch was, was ich, ja, ich glaube, ich werde jetzt nicht mehr so aggressiv sein gegenüber Ellie, sondern versuchen, auf subtile Art und Weise rauszukriegen, was noch hinter ihr steckt. Nein, ich habe dir alles erzählt, was du wissen musst. Wenn du diese beiden gefunden hast, werde ich dich ein letztes Mal aussuchen. Bis dann. Okay, ja, das war jetzt ein bisschen antiklimatisch. Gut, dann werfen wir jetzt einen Blick auf die beiden Dossiers, die wir jetzt bekommen haben. Also, sie hat jetzt zwar Victoria als zweites genannt, aber Victoria hat die Nummer 4 und Mikaela die Nummer 5. Oh, ein C3PO-Avatar oder ein, ja, wahrscheinlich soll der Gold sein, weil die ist ja offensichtlich reich. Also, sie kommt von einer der reichsten Familien der Online-Gemeinschaft. Sie wurde kurz nach der Eröffnung des Netzes ein berühmtes Mitglied der Church of Amok und hatte Einfluss auf unsere frühen finanziellen Bemühungen. Sie kehrte kürzlich unter Einfluss der Rebellin Ellie zu ihrem weltlichen Leben zurück. Also, dass die Church of Amok weiß, dass Ellie eine Rebellin ist, ist das nicht schon der Beleg dafür, dass da was schiefgelaufen sein muss? Aufgrund ihrer Einflusses auf die Netzpolitik kann Miss Cohn nicht gestattet werden, irgendetwas ihres Wissens über die Kirche oder die Indoktrinierungsprojekte weiterzugeben. Gut, aus dem Text können wir jetzt nicht viel Infos ziehen, außer dass sie reich ist. Hier steht es auch, besucht Seiten des Ritz. Okay, also wir müssen jetzt irgendwie ins Ritz rein. Das heißt, wir brauchen Money, Kohle. Aber an der Börse können wir nichts vermehren, wenn wir nicht schon ein Startkapital haben. Ich habe das Gefühl, da könnte das Gewinnspiel uns helfen. So, dann gucken wir noch kurz in das Dossier von Mikaela. Miss Cholomdeley ist die Gründerin der Science of Metagnomy, einem kleinen wissenschaftlichen Arbeitsbereich, welcher die computerunterstützte Früherkennung beinhaltet. Okay, ihr Wert für die Church war unermesslich. Nachdem sie Jahre für Medico gearbeitet hatte, trat sie unserem Access-Sicherheitsentwicklungsteam bei. Kurz vor Beendigung dieses Projekts zog sie sich plötzlich zurück und nahm einen gewöhnlichen Job an, weit unter ihrer Qualifikation. Ihr Wissen über das Access-Projekt macht sie für die Church extrem gefährlich. Größere Intelligenz wird benötigt. Also, sie ist Ägypterin, lockt sich aus New York ein, man weiß nicht, wo sie sich befindet. Ja, Metagnominal Analytikerin. Okay, also sie arbeitet ganz offensichtlich, das ist jetzt, denke ich, erstmal die Hauptlektion, oder hat bei Medicor gearbeitet. Das heißt, wir müssen im Prinzip nur irgendwie bei Medicor reinkommen. Und das wird natürlich jetzt nicht einfach. Okay, was machen wir also? Wir brauchen Geld. Also ins Ritz kommen wir jetzt nicht rein, das heißt, wir versuchen es vielleicht erstmal hier bei Medicor. Bei Medico, so heißt das ja. Beam me down, Scotty. Also, Access-Zugang.
ist auf User mit einem angemessenen Rang von einer beglaubigten Institution beschränkt. Ah ja, immer noch der gleiche Kram. Leb wohl, ja. Es amüsiert mich weiterhin, aber schade, es... Okay, wie kriegen wir einen besseren Rang? Was heißt das Rang? Bei der Kirche werden wir jetzt nichts tun, das ist wahrscheinlich noch geschlossen. Können wir mal zum Education Center. Schauen wir doch erstmal hier bei Edushu, so nenne ich das jetzt einfach wirklich, bei Edushu nochmal rein. Vielleicht kann ich mich ja da mittlerweile irgendwie... Ja, das ist auch mit dem Rang, ja klar, das muss das sein. Alle Kurse liegen bei 600 Millionen, ja gut, dann kann ich das... Also ich brauche also in zwei Fällen Geld, ich brauche fürs Ritz irgendwie Kohle und ich brauche Kohle, um mir diesen Rang zu kaufen. Aber wo komme ich an das blöde... Also dieses Gewinnspiel ist ja jetzt nicht umsonst zu der Zeit gekommen. Im Prinzip muss ich eigentlich nur alle Dinge einmal abgehen, oder? Hier ist nix. Eben muss doch was getriggert werden. Das gibt's doch nicht. Ha! Da ist der Würfel. Ich liebe ihn. Entschuldigung, sind Sie diese Person? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob ihr Marco Fono kennt, aber der Typ ist der Marco Fono-Typ, glaube ich, der diese Anrufe auch macht. Meine Güte, was für eine Karriere. Ich denke, ich bin's. Gratuliere, yeah. Sie sind ein Gewinner des Clearing Net Sweepstakes Gewinnspiels. Während ich mit Ihnen rede, überweist Ihnen die Finanzabteilung die Summe von 1 Billion Netbucks auf Ihr persönliches Konto. Geil. Was werden Sie mit dem ganzen Geld anfangen? Ich bin sicher, ich werde eine Verwendung finden. Aha, sehr gut. Mit dem Geld können Sie machen, was immer Sie wollen. Wir müssen jetzt gehen. Es gibt viele Gewinner, wissen Sie. Nochmals Glückwunsch. Danke. Und denken Sie daran, Leute gewinnen wirklich das Clearing Net Sweepstakes Gewinnspiel. Geil. Okay, was ist das? Ein Kugelroboter? Also es gibt hier schon Star Wars Anleihen, oder? Oh, Mohammed Chin. Hallo mal wieder. Es ist sehr wichtig, dass wir reden. Wir müssen uns beeilen. Ich komme also zum Thema. Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, nahm ich mir die Freiheit, Ihren Avatar-Logarithmus zu scannen. Ist das jetzt ein Algorithmus, ein Logarithmus? Ich bin verwirrt. Ich fand einige störende Anomalien. Sie sollten vorsichtig sein. Also gut, er hat mich heimlich gescannt. Das ist nicht cool, aber ich finde mich nicht damit ab. Ich finde es eher relevant, dass Ellie mich doch eigentlich... Okay, sie hat ja gesagt, sie hat mich nicht ganz repariert, aber das ist doch vielleicht... Ein wichtiger Punkt. Nun, bezüglich meiner Analysen ist er noch nicht vollständig wiederhergestellt. Etwas stimmt immer noch nicht. Was immer es auch ist, es scheint nicht da zu sein. Okay. Ja, was kann ich dagegen tun? Das würde mich jetzt schon interessieren. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo das Problem liegt. Ich besitze nicht die Technologie, das mit Sicherheit zu bestimmen. Warum sind Sie also zu mir gekommen? Ich habe ein paar Nachforschungen betrieben und bin auf ein paar aufregende Neuigkeiten gestoßen. Wie ich Ihnen schon gesagt habe, hatte ich Ihren Avatar-Algorithmus, jetzt ist es wieder ein Algorithmus, gescannt, als Sie die Illumination besucht hatten. In Ihrem System gibt es parasitäre Algorithmen, aber meine Sensoren waren nicht in der Lage, den genauen Punkt zu lokalisieren. Also die Qualität dieses Textes, der Eindeutschung ist wirklich Wahnsinn. Wenn Sie eine umfassendere Systemanalyse bekommen können, könnten Sie mehr Informationen bekommen. Lässt da nicht vielleicht Medico grüßen? Da werde ich mich bestimmt komplett scannen lassen können. Zumindest kann ich sagen, dass sie beobachtet werden. Aber das war zu erwarten. Es gibt schlimmere Probleme. Also hat Ellie vielleicht was eingebaut, um mich beobachten zu lassen? Oder Amok, als er mich am Anfang manipuliert hat? Wo kann ich denn mein System checken? Vielleicht gibt es eine Cyber-Medical-Einrichtung mit der Technologie, Ihnen eine bessere Analyse zu liefern. Okay, ja, das ist der große Wink mit dem Zaunfall. Aber ich denke nicht, dass sie Ihnen helfen werden können. Aber wir haben wichtigere Dinge, um die wir uns Gedanken machen müssen. Was haben Sie gelernt? Ich denke langsam, dass Ellie etwas passiert sein könnte. Aha, sie weiß nichts über den Plan. Ich machte einige Untersuchungen in der Church of Amok, aber sie ist nicht gekommen, um ihn von mir zu erhalten. Ich werde Ihnen das anvertrauen, was ich gelernt habe. Wenn Sie wieder mit Ellie sprechen, entscheiden Sie selber, ob Sie ihr trauen können oder nicht. Ich verstehe, Mohammed. Ich habe Nachforschungen über die Kommunikationsverbindungen der FutureNet-Seite der Church of Amok angestellt. Das ist, was ich gefunden habe.
Der Datenstrom der Seite ist exakt parallel zu dem, der von dem medizinischen Datenkorridor benutzt wird, der Kontrolle für das Weltkrankenhausnetzwerk. Das ist ja ein Augenkrebs, wie dieser Text verfasst ist. Diese beiden Ströme teilen sich einige Datenflüsse. Ich habe Grund zu der Annahme, dass Amok im Moment selbst von einer Kraft außerhalb kontrolliert wird, von irgendwo innerhalb des medizinischen Datenkorridorsystems. Wenn wir exakt bestimmen können, von wo aus er kontrolliert wird, könnten wir sie aus dem Protokollverzeichnis des FutureNet ausschließen. Ah, okay, wie machen wir das? Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich das vorlese, aber es gibt hier nicht mal irgendwelche Mucke und irgendwie ist das ja anscheinend storyrelevant. Also, ich denke nicht, dass ich Ihnen das jetzt schon sage. Ich möchte Ihnen nur sagen, was ich weiß, um zu beweisen, dass man mir trauen kann. Aber ich kann Ihnen nicht alles sagen. Ich empfehle Ihnen, Ihre eigene Nachforschung zu betreiben. Im Moment sollten Sie damit fortfahren, den Plan nach Ellies Anweisungen auszuführen. Das finde ich aber bescheuert. Wenn Ellie ein Feind ist, dann sind Ihre... Okay, aber dann mache ich... Okay. Was meinten Sie mit wir... Wenn Ihr Avatar so stark beschädigt ist, wie ich vermute, dann ist es für Sie immer noch wichtig, dass der Plan erfolgreich ist. Und wenn Ellie irgendetwas passiert ist, sind Sie der Einzige, der das Protokoll assemblieren und in das Subnet gelangen kann. Fahren Sie jetzt mit Ihrer Mission fort und beherzigen Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Ich werde Sie wieder kontaktieren, wenn die Zeit gekommen ist. Okay, das war mal ein dicker Storybatzen. Ja, was machen wir jetzt? Also wir haben... Ich gucke jetzt erstmal nach, ob wir wirklich die Kohle haben. Ja, eine Billion. Krasser Scheiß. Ja, dann würde ich sagen, springen wir. Gehen wir doch mal erstmal zum Ritz, oder? So. Hallo, ich bin's. Das Ritz ist nur für Mitglieder. Ich suche aber Victoria Cohn. Frau Cohn ist anwesend, aber Sie können nicht hinein. Das Ritz ist nur für Mitglieder. Es tut mir leid. Clubregeln. Wie wird man Mitglied? Nun ja, da gibt es ein genaues Aufnahmeverfahren. Sie müssen gesponsert werden, genau unter die Lupe genommen werden. Und da gibt es noch andere Prozeduren, die Sie über sich ergehen lassen müssen. Mhm. Und wenn alles gut geht, könnten Sie dann im Frühling in 2 Jahren eintreten. Das ist mir ein bisschen zu spät. Also wie kann man die Regeln umgehen? Okay, dann lassen Sie mal sehen, wer Sie sind. Stecken Sie einfach Ihre ID-Card durch den Schlitz. Natürlich stecke ich meine Karte durch deinen Schlitz. Bitte sehr. Ich wollte das vorher eigentlich nicht sagen. Aber mit einem kleinen Geld in Höhe von 600 Millionen Netbucks, die Sie mir sofort zahlen müssten, könnten Sie direkten Zugang zum Ritz erhalten. Das ist Wucher. Nenne es wie du willst, es ist mein letztes Angebot. Wieso kann ich denn nicht Ja sagen? Oder ist das hier die Ja-Antwort? Sie machen da Geschäft. Danke, willkommen im Ritz. Okay, das habe ich jetzt zwar, das Deutsche habe ich nicht verstanden, aber ich bin drin, hey. Geil. Ja, vielleicht suchen wir nochmal eben nach Victoria, oder? Hallo, ich bin Radcliffe Q Montesquieu der 12. und das ist meine liebliche Frau Rubella. Kurz Ruby. Mein Gott, die haben ja alle goldene Avatare. Okay, also, das ist nicht Victoria. Ich verstehe völlig. Dies ist ein sozialer Club, wissen Sie? Bitte kommen Sie wieder vorbei und wir plaudern wieder. Es war nett, Sie kennenzulernen. Das sind Kanadier, das sind Aliens, meine Güte. Sie scheinen gut mit der Menge umgehen zu können. Sie sind ein neues Mitglied. Darf ich meine Schwester und mich vorstellen? Ich bin Roger Cohn und das ist meine Schwester Victoria. Wir sind die Eigentümer des Ritz. Wow, Ja. Willkommen im Ritz. Falle ich jetzt mit der Tür ins Haus? Ich weiß es nicht. Nicht ganz. Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass sich unsere Mitglieder hier wie zu Hause fühlen und sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Oh. Was mich daran erinnert, wir haben hier ein Sicherheitssystem, das alle Avatare nach Unregelmäßigkeiten scannt. Das ist eine kleine Sicherheitsmaßnahme, um Viren und Zerstörungen fernzuhalten.
Sie haben mir erzählt, dass Sie eine Low-Level-Unregelmäßigkeit in Ihrer 17. Subroutine haben. Hm. Sind Sie okay? Ja, ich hatte schon ein paar Problemchen, ne? Das kann ich nicht verneinen. Sie hatten aber keine Verwirrtheitszustände oder Kopfschmerzen? Nein. Der Grund, warum ich das zur Sprache bringe, ist, weil ich weiß, dass die FutureNet Corporations bezüglich auf ihre Untersuchungen 1% aller User von Schwindelgefühlen und Kopfschmerzen berichten. Ich habe ein paar Freunde in der FutureNet Corporation, die Ihnen mit einem Bugfix Ihre Fehler beheben können. Wenn Sie Interesse haben, kann ich Ihnen Ihre Adresse geben und Sie werden sie reparieren. Ja, das wäre super. Ich werde Ihnen die Adresse geben. Erzählen Sie ihr nur, dass Victoria sie geschickt hat. Sie werden Ihnen den Bugfix sofort geben. Okay, ich glaube, ich werde erstmal die Lowrider-Karte spielen. Mit der exklusivsten Online-Organisation in Verbindung zu stehen, hat seine Vorteile. Ja, wir bekommen Informationen aller Art, wobei die meisten mit der FutureNet Corporation zu tun haben. Natürlich wissen wir dann auch, wenn Sie Ärger haben. Genau wie der Grund, warum Sie die kabellose Neuralverbindung herausbringen müssen. Ja. Übrigens geil, Beruf Philanthrop. Ja, gibt es ein Problem mit der Verbindung? Wir haben gerade mitbekommen, dass es Gerede um einen Prozess gegen die FutureNet Corporation gab, weil sie einige Probleme mit der Avatar-Hardware haben. Er konnte aber abgewendet werden, da die FutureNet Corporation die kabellose Neuralverbindung eingeführt hatte und sie die Verbindungen für alle Teilnehmer kostenlos upgraden. Es war großes Glück, dass sie so verständnisvoll waren. Können Sie sich den Schaden und die Kosten vorstellen, die ein Prozess gegen die FutureNet Corporation verursachen würde? Ja, da liegen Sie sicherlich richtig. Gott sei Dank haben Sie rechtzeitig reagiert. Würden Sie uns entschuldigen? Wir müssen einen Anruf machen. Ritzgeschäfte. Aber es hat Spaß gemacht. Kommen Sie später noch einmal wieder, wenn Sie die Gelegenheit haben. Ja, toll. Victoria, ich muss mit dir... Ich hoffe, Sie amüsieren sich. Ich muss mit dir reden. Ich hab viel Spaß, ja. Gut, das ist schön zu hören. Sie müssen wissen, dass die Cohn-Familie seit Start des FutureNet dabei ist. Oh. Wir kennen und haben die verschiedensten Dinge mitbekommen. Das ist interessant, ja. Ja, wir sind seit Beginn hier. Victoria, Schatz, wir sollten das nehmen. Wollen Sie uns entschuldigen? Wir müssen ein paar Geschäfte machen. Ich dachte irgendwie, die wären Geschwister. Wer hat der Schatz gesagt? Ah ja, Sie sind zurück. Worüber haben wir gerade noch geredet? Die Cohn-Familie. Das ist richtig. Ich erzählte gerade darüber, dass die Cohn-Familie bei der Eröffnungszeremonie des FutureNet dabei war. Ich glaube, langsam aber sicher muss ich sagen, oder? Also. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Victoria, Schatz, wir sollten das nehmen. Wollen Sie uns entschuldigen? Wir müssen ein paar Geschäfte machen. Ich habe das Gefühl, dass solange der Typ da ist, sie nicht mit mir offen reden wird darüber. Kann ich irgendwie hier rumhacken? Natürlich nicht. Oh nein. Ich bin ja voll der Honk. Jetzt habe ich nur 400 Millionen. Und für die, für diese Edusho-Schule brauche ich so 600. Okay, ich glaube, ich spring mal eben rüber zur Börse und guck mir mal an, ob ich jetzt mein Geld nicht vermehren kann. Das schauen wir, also die Folge ist ja so gut wie vorbei. Ihr könnt gleich ins Bett, aber das gucken wir uns eben nochmal an. Also, ich hoffe, dass sie mich jetzt auch mitmachen lassen. Ihr Vermögen ist äußerst beeindruckt. Möchten Sie an die Börse gehen? Natürlich. Ihr Kapital wird nun zu unserem System geleitet. Aufregend. Geil, eine richtig coole 3D-Animation mal wieder. Ich finde, das ist alles echt ordentlich gemacht. Ich finde auch, das Ritz gerade hatte auch wieder so seinen eigenen Look. Also die haben sich da wirklich gut inspirieren lassen und viele verschiedene Looks umgesetzt. Gefällt mir. Also, gut, ich bin jetzt... Ich überfliege den Text mal, also wenn Aktien auf grün stehen, bedeutet das, dass sie gestiegen ist. Rot bedeutet, sie ist gesunken. Gelb bedeutet, es hat sich nichts geändert. Es gibt die Portfolioansicht und die Prospektansicht. Dann springe ich jetzt mal hier rein in die
Prospektansicht. Ja, und jetzt kann ich hier oben... Achso, ja, die laufen hier durch. Endo. Fnet. Liga. Jetzt kann ich hier Sachen kaufen. Ja, ne, und... Jetzt muss ich halt hoffen, dass das steigt. Okay, also gut, jetzt habe ich immer noch insgesamt 400 Millionen. Rezo ist gestiegen. Bei Glyxi oder Galaxy tut sich gerade nichts. Vielleicht kaufe ich hier noch einen Tiger, eine Unip-Achse, die passt noch. Aber da tut sich gerade noch nicht so viel. Gut, ja, aufregend. Ja, jetzt habe ich verloren. Erstmal ein paar 20, 30 Millionen. Ich schlage Folgendes vor. Wir beenden die Folge jetzt an dieser Stelle. Und in der nächsten Folge werde ich einsteigen, nachdem ich mich jetzt hier nach oben gekämpft habe. Weil das ist jetzt wirklich, glaube ich, eine Stelle, die nicht sonderlich spannend ist. Ich glaube, hier braucht man einfach nur Geduld. Und muss hier so rumhocken und muss dann eben die Sachen verkaufen, wenn man die Kohle hat und fertig. Deswegen werde ich das für die nächste Folge uns aufbewahren. Okay? Dann verabschiede ich mich jetzt, bedanke mich sehr fürs Zugucken. 10 Folgen FutureNet und mal schauen, wie viele es am Ende noch werden. Ich hoffe, ihr bleibt weiter am Ball. Bis dahin, alles Gute.